Hallo allerseits. Ich hatte eine witzige kleine Praxisanforderung, und zwar brauchte ich ein gekacheltes Muster, ein gekacheltes Farbmuster als Hintergrund. Und ja, na, da ist bei mir sozusagen immer der erste Gedanke, wenn du was Strukturiertes machst in Excel. Also eine kleine Eingabemaske, Anzahl Zeilen, Anzahl Spalten, Breite, Höhe, damit man das Ganze ein bisschen in der Größe anpassen kann. Und dann die Farbbereiche und das Ganze einfach mit ein bisschen VBA-Code aussteuern, ganz einfach. Sauber, nichts Besonderes, zwei Schleifen, die dann da einfach Zeilen und Spalten durchlaufen und das Farbmuster erzeugen. Und im Ergebnis kriegt man dann auf diese Art und Weise ganz simpeln Farbmuster, das man dann Copy-Paste-mäßig oder als Screenshot oder wie auch immer weiterverwenden kann. Wie gesagt, habe ich mir die Möglichkeit gegeben, das Ganze ein kleines bisschen farblich sozusagen zu erzeugen. Jetzt nur in verschiedenen dunklen Rottönen. Das ganze Schwarz will ich nicht dabei haben. Dann kann ich hier auch einfach sozusagen auf ein wenig nur rot gehen und habe dann jetzt eigentlich hier schon eine ganz nette, ganz simple Optik. Oder ich gehe tatsächlich auf ein spezielles Mischungsverhältnis und mische dann beispielsweise eben verschiedene Farben ein, um dann hier das ganze Spielchen eben in eine bestimmte Farbwelt, in ein bestimmtes Farbschema zu tauchen. Und ja, ich glaube, ihr seht ganz gut, dass es mit Sicherheit nichts Großartiges ist, aber doch eine ganz nette Möglichkeit, um hier ganz hübsche und vor allen Dingen ganz extrem simple Kachelmuster für welchen Zweck auch immer zu erzeugen. Naja, wollte ich einfach teilen.